Haben Sie Lust auf das Thema Wein? Ja. Dann liegen wir jetzt ganz richtig. Mit unserem Thema in den österreichischen Weingärten ist nämlich die Ernte im vollen Gange. Neben dem richtigen Erntezeitpunkt gilt es da, verschiedene Qualitätsparameter zu beachten. Zum Beispiel, bei welcher Temperatur werden die Trauben geerntet und wie schnell wird dann das geerntete Traubenmaterial auch in die Keller gebracht? Während die übrige Landwirtschaft schon fast alles hinter sich hat, stehen die Weinbauern gerade am Beginn ihrer Ernte. Das Weinbaugebiet Wagram ist auch für seine seltenen Rebsorten sehr bekannt. Dazu zählt auch der frührote Veltliner, eine Weißweinsorte, die jedoch kein Verwandtschaftsverhältnis zum grünen Veltliner hat. Der Koloss, der hier anfährt, macht sich nun über diese frühreife Rebsorte her. Erntemaschinen haben, sofern das Gelände dazu geeignet ist, große Vorteile. Ist man doch gerade im Weinbau sehr stark den Witterungsbedingungen ausgesetzt. Aufgrund der Wettersituation haben wir eigentlich immer die Herausforderung, dass wir den möglichst besten Erntezeitpunkt herausfinden. Und diese Zeitfenster im Herbst sind natürlich immer an die Witterungsbedingungen sehr stark geknüpft. Und da haben wir durch unsere Erntemaschine halt eine hohe Schlagkräftigkeit bei der Ernte. Und wir können absolut von der Temperatur und von den Witterungseinflüssen den besten Reifezeitpunkt herausfinden. Und der große Vorteil natürlich ist, weil es einfach in einer sehr kurzen Zeit möglich ist. Diese Bilder beweisen es. In nur wenigen Sekunden sind gleich einige Meter abgeerntet. Übrig bleibt das Stielgerüst. Mit maximal 2 bis 3 Kilometer pro Stunde geht es dahin. Soll doch die Maschine ihre Arbeit auch gründlich erledigen. Ja, das Langsamfahren ist sehr wichtig. Das Traubenmaterial, das wird ja doch durch Kanäle gezogen, dass nicht so viel auf einmal kommt und das sehr schonend halt hochgezogen wird. Beziehungsweise es kommen ja immer ein bisschen Blätter, was mit abfallen und die durch ein Absackgebläse eigentlich relativ schön vom Traubenmaterial getrennt werden. Noch ein riesiger Vorteil ist, dass Ungeziefer, das was auch teilweise in den Beeren halt wohnt, das wird beim Handarbeiten leider mitgeerntet. Bei der Maschine eigentlich fällt es auch mit runter, aber es wird durch das Absackgebläse noch zu 100% wieder ausgeschieden. Mit Erntemaschinen können pro Tag bis zu 4 Hektar bewerkstelligt werden. Anders gesagt, pro Stunde wären bei der sonst üblichen Handarbeit 35 Erntehelfer für die gleiche Menge bei der Weinlese notwendig. Die Maschine arbeitet sehr präzise. Es ist wieder einmal ein Wunder der Technik, dass die Spreu in diesem Fall von den Trauben trennt. Seit ungefähr 20 Jahren sind die Maschinen immer verbessert oder wirklich qualitativ verbessert worden. Sie hat 2 Holben links und rechts, wo sie eine Art Geigenbögen zieht und dehnt. Also die Geigenbögen sind die grünen Stangen, die was in der Maschine angebracht sind, die was halt gedrückt und gezogen werden und somit den Rebstock eigentlich in Vibration versetzt, speziell am Stamm, und somit eigentlich die Beeren eigentlich zum Abfallen bringt. Weintrauben sind nicht immer perfekt. Heute sind diese maschinellen Systeme jedoch sehr ausgeklügelt und gehen möglichst sensibel mit den Rebstöcken und mit den Trauben um. Unreife Beeren sind naturgemäß stärker mit dem Stielgerüst verbunden. Das reicht aus, dass sie nicht so einfach abgeschüttelt werden können. Ähnliches gilt für einzelne Beeren, die von Fäulnis befallen sind. Wir können dieses Gerät so einstellen, dass wirklich nur die schönen reifen Beeren runterfallen. Und das Nest, das Fäulnisnest, bleibt am Kamm, am Stielgerüst draufhängen. Wenn das natürlich ein Erntemitarbeiter macht, ist nicht immer die Gewährleistung da, dass der das auch richtig auszwickt. Und dann haben wir das halt bei der Maische dabei. Und das wollen wir nicht. Deswegen haben wir mit der Maschine einen Riesenvorteil. Es geht aber nicht darum, Arbeitsplätze einzusparen. Denn die Maschine kann nicht alles ersetzen. Eine manuelle Vorselektion wird auch im Hause Kolkmann mit den Mitarbeitern getroffen. So wird versucht, dass letztlich nur einwandfreies Traubenmaterial in den Keller kommt. Ja, wenn der Horst natürlich dann aufkippt und die Beeren rutschen aus der Maschine heraus, und steht man natürlich schon sehr stolz und ehrfürchtig vor den Trauben, dann freut man sich natürlich, was herauskommen wird nach der Gärung.
Bei dem Frühroten, glaube ich, wird es eine super schöne Frucht geben. Es wird ein schönes Geschmacksbild sein. Der Jahrgang 2015 an sich zeigt sich momentan wirklich sensationell. Und wir freuen uns schon recht drauf. Innerhalb kürzester Zeit kommt das Liesegut in den kühlen Keller. So wird auch vermieden, dass die Erntebottiche lange in den Weingärten höheren Temperaturen ausgesetzt sind. Im modernen Weinbau wird eben vieles versucht, damit am Ende des Tages ein guter Tropfen ins Glas kommt.